Neues Thema: Trigonometrie der Tangens. Wir kommen hier auf ein Dreieck. Alpha gleich 35 Grad, Beta gleich 90 Grad zum Zeichnen. Ja, ganz einfach sollte es eigentlich sein, denn der dritte Winkel ist ja eigentlich auch gegeben, wenn wir schon zwei kennen. Drei Winkel ergeben ja 180 Grad. Wir zeichnen jetzt mal eine Strecke AB und dort muss der 35-Grad-Winkel angetragen werden. Dort ist A, hier ist B. Ist klar, der Umlaufsinn sollte ja äh, gegen den Uhrzeigersinn sein. Und dann kann beim A der Winkel Alpha angetragen werden. Dann mache ich ein Geodreieck. Ich lege die Nullkante hier auf den Scheitelpunkt und auf den Schenkel lege ich die Grundkante von meinem Geodreieck. Und dann gehe ich hier auf 35 Grad, zeichne das Ganze durch. Beta, B muss ja hier liegen, kann ich einfach senkrecht hochzeichnen. Damit ist hier der Punkt C. Gut, die Zeichnung habe ich jetzt gemacht. Jetzt kommt was Neues. Jetzt geht es mir nicht mehr nur um die Winkel, sondern jetzt geht es mir um die Seiten. Und das ist etwas, was wir bisher noch gar nicht konnten, dass es einen Zusammenhang zwischen Winkel und Seiten gibt. Deswegen testen wir jetzt erst auch mal was. A liegt gegenüber das, dem Punkt A, C liegt gegenüber dem Punkt C. Ihr zeichnet jetzt genau dieses Dreieck nach, könnt die Überschrift auch schon mitnehmen, messt dann eure Seite C und eure Seite A und schreibt es bitte. In dem Bruch als Ergebnis oder schreibt es bitte dann als Ergebnis hier dahinter. Also noch einmal, ihr müsst nicht dieselbe Länge nehmen, wie es auf dem Bildschirm ist, sondern einfach die Strecke AB zeichnen, wie ihr wollt. Und dann diese beiden Strecken messen. Gut, jetzt zeichnen und messen und rechnen und Pause drücken. Jetzt geht's weiter. Ja, ich rechne das Ganze aus. Bei mir ergibt es 0,70 und wenn ihr alles richtig gezeichnet habt und richtig gemessen habt und richtig in den Taschenrechner eingetippt habt, dann gibt es das bei euch tatsächlich auch. Egal wie lang diese Strecke AB ist, das Verhältnis zwischen A und C liegt immer bei 0,70, also gerundet. Natürlich ist das noch ein bisschen ein längerer Wert. Das ist eine irrationale Zahl. Das hat eine ganz, keine irrationale Zahl ist natürlich eine Bruchzahl. Jetzt muss ich das Kommando zurücknehmen. Das hat natürlich einen Grund. Das muss mit diesem Winkel zusammenhängen. Was anderes kann man es mir ja gar nicht erklären. Der 90 Grad-Winkel ist ja nichts Neues. Der Winkel muss irgendwie das mit dem 0,70 ausmachen. Und tatsächlich, mit der Überschrift und dem Winkel ergibt es genau das. Nämlich der Tangens von 35 Grad. Das ist jetzt ein völlig neuer Zusammenhang, dass ich Strecken und Winkel in eine Formel bringen kann. Und die Formel lautet so, der Tangens von einem Winkel, Alpha, Beta, Gamma oder sonst irgendwas ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Das ist jetzt genau das, was wir gerade gemacht haben, nur mit zwei neuen Begriffen. In einem rechtwinkligen Dreieck wissen wir doch noch, dass es eine Hypotenuse gibt und zwei Katheten. Nur, ich kann jetzt ja nicht sagen Kathete durch Kathete, weil die sind ja unterschiedlich, die sind ja nicht gleich. Also muss ich die eine eben Gegenkathete und die andere Ankathete nennen, damit ich weiß, was ich oben in den Zähler und was in den Nenner schreiben muss. Der 35-Grad-Winkel ist hier dran. Dran an. Der Kathete, also Ankathete. Und diese Seite hier ist nicht dran an der, an, am Winkel, deswegen ist es die Gegenkathete. Und so kann man sich das ganz leicht merken. Das heißt, wenn man irgendwann mal diese Formel aufstellen muss dann, und den Winkel hat, dann suche ich mir die Seite, die nicht dran liegt, und das ist dann die Gegenkathete, die ihn zählen muss, und die Seite, die dran liegt, das ist dann die Ankathete, die die ihn nennen muss. Auf der Formelseite Formelshandlung steht es auf Seite 68 und da kann ich jetzt verschiedene Aufgaben mitrechnen. Erstmal das Ganze in den Taschenrechner eintippen und da werdet ihr gleich sehen, da gibt es einige Schwierigkeiten. Also hier ist der Tangens, ich gebe da jetzt 32 Grad ein, ich muss hier nämlich nicht auf Grad drücken. Wenn ich auf Enter gehe, kommt 0,66 raus. Hoppla, das richtige Ergebnis ist aber 0,62. Daran erkennt ihr immer gleich, ob euer Taschenrechner funktioniert und immer wenn er auf Reset stellt, dann funktioniert er erstmal nicht. Second Function Setup. Bei DRG muss nicht Rad, sondern Degree eingestellt, sind, eingestellt sein. Rad werden wir zwar später kennenlernen, aber DEG, Degree, Grad. Das muss eingestellt sein. So, und wenn wir jetzt wieder zum Rechnen anfangen und nochmal den Tangens von 32 Grad eingeben, dann kommt 0,62 raus, so wie wir es brauchen. Also aufpassen, immer, wenn man Taschenrechner resetten musste, immer noch überprüfen, ob dieser Wert richtig ist. Es gab viele Schüler, die haben eine komplette Ex falsch mit dem falschen Taschenrechner-Einstellung gerechnet, lauter falsche Ergebnisse rausgebracht. Das ist dann auch leider das Problem des Schülers. Gut, was ich natürlich noch machen kann, erstmal muss ich auf das Setup mit. Degree 8 geben, dann kann ich natürlich auch, wenn ich das Verhältnis zwischen zwei Seiten kenne, den Winkel bestimmen. Ja, nur steht jetzt nicht hier, alpha ist gleich, so wie hier oben, dass man das einfach ausrechnen kann, sondern ich muss erst alpha befreien und das funktioniert ja, indem ich geteilt durch Tangens rechne. Dann steht dran, alpha ist gleich 2,2 durch Tangens, nur das kann unser Taschenrechner nicht. Tangens kann ich, wenn es im Nenner steht, ja doch, aber schreiben als Tangens hoch minus 1, das hat man in der 7. und 8. Klasse schon mal. Und das wiederum kann mein Taschenrechner. Wenn ich den Tangens hoch minus 1 suche, finde ich das direkt über dem Tangens. Also Second Function, Tangens hoch minus 1 von 2,2 und ich erhalte den Winkel 65,56 Grad. Und tatsächlich kann man das jetzt dann so berechnen. Wichtig, diese Regel gilt immer nur in einem rechtwinkligen Dreieck. Gegebenenfalls muss man sich eines suchen. Ich darf auf gar keinen Fall, wenn in der 90-Grad-Winkel fehlt, diesen Tangensatz anwenden. Das gilt später auch für Sinus und Cosinus. Wir bewegen uns erstmal nur im rechtwinkligen Dreieck. Und manchmal gibt es eben in, mit gleichschenkligen Dreiecken auch weitere Dreiecke, die einen rechten Winkel haben. Das werden wir dann bei der Übung sehen. Das solltet ihr jetzt aber erstmal abschreiben.